bin Astrid Marie Machalitzer, bin Coach und Trainerin im Bereich Burnout-Prophylaxe und Persönlichkeitsstärkung und unterstütze Menschen dabei, einfach mehr zu sich selber zu kommen, nochmal zu sehen, was ihnen wirklich wichtig ist und eben auch, wie sie das erreichen können. Hi! Ich habe das Knallen der Silvesterkörper noch im Ohr, habe noch das Feuerwerk vor Augen und ja, habe mir überlegt, dass es möglicherweise einige Menschen gibt, die sich, so wie ich, am Anfang des Jahres was vorgenommen haben, aber möglicherweise gar nicht so in der Lage waren, das umzusetzen und sich deswegen vielleicht ärgern oder wütend auf sich sind oder einfach denken, boah, es hat doch eh keinen Sinn. Lass ich es dieses Mal einfach weg, ich brauche keine guten Vorsätze, alles was kommt, wird schon werden. Ja. Und dabei gibt es doch so viele Möglichkeiten, um sich tatsächlich Ziele zu setzen, die funktionieren. Sei es jetzt, dass du beruflich nochmal durchstarten möchtest, vielleicht ein bisschen was anderes machen möchtest, an einer Fortbildung oder einem Seminar teilnehmen möchtest oder gesundheitlich, dass du dich mehr bewegen magst. Das übliche Ziel wäre natürlich abnehmen oder mit dem Rauchen aufzuhören. Vielleicht geht es dir auch um den Bereich Freundschaften, Partnerschaften, dass du dich mit anderen Menschen umgeben magst oder nochmal in deiner Partnerschaft eine Stufe weiterkommen möchtest. All dies sind Ziele, die du ganz persönlich hast. Und wie gesagt, es gibt einige Möglichkeiten, um die ein bisschen besser zu erreichen als vielleicht im letzten Jahr. Und genau deswegen habe ich dir ein kleines Übungsheft erstellt, das du dir jetzt hier unterhalb des Videos runterladen kannst. Und da gehen wir jetzt einfach mal rein. Ja, im Übungsheft findest du also jetzt zuerst nochmal eine Übersicht. Welche typischen Vorsätze gibt es? So eine kleine Einführung. Und dann geht es weiter damit, dass du ein bisschen was darüber lernst, warum wir scheitern, welche Wege es gibt, um einfach wirklich erfolgreich zu sein. Und dazu ist eben hier der Übungsteil speziell da, wo ich dir immer wieder die Übungen aufschreibe und dann ein bisschen Platz lasse, hier so zum Beispiel, ne? Dass du aufschreiben kannst, was für dich eben eine gute Antwort ist. Also zum Beispiel so bei den Vorüberlegungen. Dass du dir erstmal überlegst, ja, was möchte ich denn überhaupt verändern? Und in welchem Zeitraum? Und wie sollte das Ergebnis aussehen? Und auch wichtig, ist das Ziel für dich überhaupt attraktiv? Ist es dein Ziel? Oder ist es ein Ziel, das dir von außen vorgegeben wird? Vielleicht durch den Partner oder durch den Chef oder durch einen Arzt, weil du abnehmen sollst zum Beispiel. Und dann ist es eben wichtig zu sehen, wie kann das Ziel auch wirklich zu deinem Ziel werden, denn sonst ist es eben nicht attraktiv und du wirst es gar nicht erst richtig bewusst angreifen, also in Angriff nehmen. Ja, dann überleg dir ruhig noch, wer dich bei deinem Ziel unterstützen kann, ob es Hilfsmittel gibt, die du brauchst. Und eine ganz wichtige Frage ist, wie wirst du dich fühlen, wenn du das Ziel erreicht hast? Also, dass du richtig reinspürst, wie glücklich du sein wirst. Auch welche Menschen um dich herum sein werden. Wie du aussiehst, also wenn es jetzt um Abnehmen zum Beispiel geht, ne? Also wie du aussiehst, dann vielleicht auch in einem speziellen Kleidungsstück, das du eben ja als Ziel hast. Dann die Zielformulierung. Wichtig, positiv zu formulieren. Vielleicht hier auch aufs Trading bezogen. Jetzt nicht zu sagen, ja, ich möchte gerne am Ende des Jahres großen Gewinn gemacht haben, sondern konkreter sein. Ja, ich möchte jeden Monat vielleicht 5% meines Depotwerts erhöhen. Das wäre schon ein sehr hoher Wert. Und einfach das positiv auszudrücken. Und dann setzt dir ein großes Ziel, aber eben auch erreichbare kleine Zwischenziele. Und wiederum dann hier ein bisschen Platz, ne, für dein großes Ziel und für deine Teilziele. Dann gibt es noch ein paar Erfolgstipps. Also eben auch, dass du nochmal so reinspürst. Ne? Wie gesagt, wie wird das aussehen, wenn du das Ziel erreicht hast? Und das dann auch dann schon in der Fantasie so richtig zu leben. Also vielleicht, dass du schon in dem Haus wohnst, geistig zumindest, in das du ziehen möchtest. Auch wenn du das Haus selber noch gar nicht so genau kennst. Falls jetzt dein Ziel zum Beispiel ist, ein Eigenheim anzuschaffen. Dann wiederum, ne, auch wieder die Gefühle da. Wie fühlst du dich? Was hat sich konkret verändert? Wer ist an deiner Seite? Welche Hürden hast du genommen und wie hast du sie gemeistert?
Dann etwas, was wir im Leben auch auf der Arbeit oft zu selten haben, ist das Lob. Also, dass du dich selber lobst und sagst, hey, super gemacht, und dir auch eine Belohnung dafür immer wieder selber gibst. Also das könnte jetzt zum Beispiel irgendwas Entspannendes sein. Irgendein guter Duft, den du dir kaufst. Oder wenn du gern liest, ein Buch. Oder mal einen Kinoabend mit Freunden. Oder einen Saunaabend. Oder irgendwie sowas, was dir wirklich selber Spaß macht. Denn dann hast du eben nicht nur das Ziel, dass da was Schönes passiert, sondern eben auch zwischendurch kleinere Erfolgserlebnisse. Ja, und die machen einfach Freude und somit ist der Mut, weiterzumachen, auch deutlich höher. Also dann gibt es nochmal einen Teil, in dem du ein bisschen was darüber lernst, was du machen kannst, wenn jetzt deine Lust nicht mehr so ganz da ist und also nicht so motiviert bist. Also, dass du dir zum Beispiel immer nur einen Vorsatz nimmst und nicht gleich so eine ganze Palette von Vorsätzen. Oder dass du einfach weißt, dass es am Anfang ganz besonders anstrengend ist und sich das im Laufe der Zeit so ein bisschen mehr einspielt. Oder wenn es ums Versagen geht und du denkst, boah, ich habe es eh nicht geschafft und ich werde es auch nicht schaffen. Hey, morgen ist ein neuer Tag und morgen fängst du auf jeden Fall an. Und wenn jetzt vormittags ist oder nachmittags, kannst du auch jetzt direkt wieder anfangen. Ja, und ja, so plump es ist, aber hier der Satz ist ganz wichtig. Es geht darum, es einfach zu tun. Einfach starten, ohne allzu viel nachzudenken. Denn beim Nachdenken kommen wieder unsere ganzen Verhinderer. Ich kann es nicht, ich will es nicht, ich habe es eh noch nie geschafft. Andere schaffen es auch nicht, warum soll ich es schaffen? Also Sätze, die brauchst du einfach im Leben nicht. Deswegen einfach tun. Ja, dann hier nochmal die Aufmunterung. Lade dir die Übungsdatei runter und starte durch, setz dir deine Ziele. Und es ist total egal, ob du das Video jetzt im Sommer siehst, auch wenn es hier hinter mir schneit, oder ob, wann auch immer du es siehst. Ziele setzen können wir zu jeder Jahreszeit. Und es ist auch sinnvoll, das zu tun, denn es gibt einfach Ziele, die sind, ja, früh gesetzt, dann auch eben zur Winterzeit schon fertig, erfüllt. Also, hier runterladen, das Ganze verteilen an Freunde, Bekannte, bei denen du denkst, ach, denen könnte es auch helfen. Und den Kanal liken, abonnieren, einfach um immer wieder neue Videos von mir zu bekommen und ja, weiter an dir selber arbeiten zu können. Jetzt alles Liebe und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Astrid Marie.